Welt brennt, Flammen auf jedem Kontinent. Welt brennt, Flammen auf jedem Kontinent. Krieg und Hass prägen unser Weltbild, weil jeder drum besorgt ist, dass die Macht in seiner Hand bleibt. Niemand mehr gibt's Verständnis. Was zählt Respekt, wenn's nur irgendwie ein bisschen Geld gibt? Krieg und Hass prägen unser Weltbild, weil jeder drum besorgt ist, dass die Macht in seiner Hand bleibt. Niemand mehr gibt's Verständnis. Was zählt Respekt, wenn's nur irgendwie ein bisschen Geld gibt? Chile 73, US-Intervention und wir merken, freier geht's nicht. In Kambodscha werden US-Bomben 4 Millionen Menschen zum Verhängnis. Die Verantwortung bekommst du Gefängnis. 2 Jahre später Friedensnobelpreis. Frag mich manchmal, was das da für eine Welt ist. Politiker weiter Atomarierschlag zur Sicherung von der Herrschaft. Praktisch mehr Macht unter dem Deckmantel von präventiver Selbstverteidigung. Gleich menschenrechtlich gesehen an einer Steinigung. Terror und Gewalt im Arsch. Jeder sieht, was abgeht, es regiert Sturheit. Doch keine andere und hilft, weil er sonst allein am Rand steht, wenn dieser wird abgeholzt. Und das weltweit, bis auch der letzte Wald am Ende ist. Unsere Welt stirbt. Auf dieser Welt läuft immer noch so einiges schief. Gewisse kriegen viel zu viel und gewisse sterben im Krieg. Ich will eigentlich nur wissen, wieso so viele Menschen müssen sterben. Und wie viele Kinder leben im verbrennten Erde. Der Anfang vom Ende nimmt Gestalt an. Manchmal lache ich drüber, doch dann merk ich wieder, wie es mich trifft. Der Anfang vom Ende nimmt Gestalt an. Manchmal lach ich drüber, doch dann merk ich wieder, wie es mich trifft. Es ist einfach unglaublich, Menschen behandeln sich nicht mehr vertraulich. Sie laufen nur mit der Fassade auf dem Gesicht. Ich greife zum Stift und bereite mir jetzt ein Cent. Denn alles, was die Schöfli noch wollen, das Geld und die Welt wird dabei vergessen. So versessen sind wir fängst aufs Geld und in Afrika sterben Menschen wegen zu wenig Essen. Ich kann das langsam nicht mehr glauben, denn so kann man schlussendlich niemandem mehr trauen. Gefühle bleiben auf der Strecke, alles was zählt ist Leistung, sonst hättest du dich. Frag mich, wo du noch Zeit für dich selber bleibst. Wenn dem reichen Panzerparty kickt, schiebst deine 12-stündige Geschichte und Gerechtigkeit. Wird immer begrössert, keiner kümmert. Denn auch wegen dem finde ich Schaufenster drümmern. Leute verschlagen im Grab, übers Gesicht sicher riesengroße Narben. Müssen lang warten, noch gibt's bei Leuten psychisch Schaden. Weil sie leben nur noch wegen der scheiß Fassade. In ihrem Leben fehlen die Farben, innerlich begraben. Auf dieser Welt läuft immer noch so einiges schief. Gewisse kriegen viel zu viel und gewisse sterben im Krieg. Ich werde eigentlich nur wissen, wieso so viele Menschen müssen sterben. Und wie viele Kinder leben auf verbrennter Erde. Wieso müssen Politiker gerade stoffen, was sie unterschreiben? Es müssen wirklich nur einen, wenn die anderen darunter leiden. Bringt Geld zu gewiss zum Schweigen und tut's Wahrheit noch verbiegen. Ich frage mich, wieso das glaubt heutzutage, nicht alles nur noch liegen. Der Anfang vom Ende nimmt Gestalt an. Manchmal lach ich drüber, doch dann merk ich wieder, wie's mich trifft. Der Anfang vom Ende nimmt Gestalt an. Manchmal lach ich drüber, doch dann merk ich wieder, wie's mich trifft. Egoismus, doch staatlich gesteuerter Terrorismus. Die Welt brennt, sinnlos, wenn du wegrennst. Selbst wenn du den Weg kennst, denn unter uns sind Brandstifter. Typen Blocher und Busch, die uns ganz sicher mit jedem Wort noch näher an den Rand bringen. Und nur weil wir zu lang chillen, ignorieren wir Zeichen im eigenen Land drin. Rechts marschiert, zuerst Kampfstimmung. Sozialstaat ist auf einer Talfahrt. Terrorgesetz gegen Minderheiten bereit für den nächsten Anschlag. Jetzt wollt ihr Leben um Leben. Doch im Fernsehen sieht man nur, wie die Reichen unter Tränen müssen sterben. Schon die Wahrheiten um ein Dasein Sensationsgier. Bloß der nächste Lohnsziel. Wir motzen über globale Erwärmung, fordern von anderen totale Beherrschung. Und was wir praktizieren, gleicht sogar nicht durch den Berry. Ob uns ja eigentlich egal sein, die ganze Panik, dass die Welt langsam aber sicher ziemlich am Arsch ist. Auf dieser Welt läuft immer noch so einiges schief. Gewisse kriegen viel zu viel und gewisse sterben im Krieg. Ich werde eigentlich nur wissen, wieso so viele Menschen müssen sterben. Und wie viele Kinder leben auf verbrennter Erde. Wieso müssen Politiker gerade stoffen, was sie unterschreiben? Es müssen wirklich nur einen, wenn die anderen darunter leiden. Bringt Geld zu gewiss zum Steigen und tut's Wahrheit noch verbiegen. Ich frage mich, wieso das glaubt heutzutage, ist nicht alles nur noch liegen. Der Anfang vom Ende nimmt Gestalt an. Manchmal lach ich drüber, doch dann merk ich wieder, wie's mich trifft. Der Anfang vom Ende nimmt Gestalt an. Manchmal lach ich drüber, doch dann merk ich wieder, wie's mich trifft. Man sieht Leute am Bahnhof, wenn sie auf den Zug warten. Ihre Gesichter sprechen Bücher, in ihnen leben wird's immer wie Wüste. Alles wird düster und ja, es dunkel, sodass man munkelt. An ihren Himmel hat man die Sonne verdunkelt. Genau so wirkt's auf die Jungen. Sie fühlen sich gezwungen und missverstanden. In einer Gesellschaft, wo keine Liebe mehr ist vorhanden. Darum ist Zeit, dass wir endlich mal handeln. Gegen Fremdenhass und gegen Gewalt, bis endlich der Hinterletzte dort mal schnallt. In Amerika steht jeder Dritte wegen einer Schusswaffe. Es ist Zeit, dass wir endlich Schluss machen. Ein bisschen mehr Luft für Freiheit und Kreativität schaffen. Anstattdessen sind in der Gesellschaft nur noch alle Macht. Geil daneben patrouillieren viel zu viel Nazi-Schwein. Ich meine, ich rhyme über Probleme, die mich beschäftigen. In einer Gesellschaft, wo es ein Yes am Fallen ist. Veränderung kommt erst, wenn alles in Schutt und Asche liegt. Auf dieser Welt läuft immer noch so einiges schief. Gewisse kriegen viel zu viel und gewisse sterben im Krieg. Ich werde eigentlich nur wissen, wieso so viele Menschen müssen sterben. Und wie viele Kinder leben auf verbrennter Erde. Der Anfang vom Ende nimmt Gestalt an. Manchmal lach ich drüber, doch dann merk ich wieder, wie's mich trifft. Der Anfang vom Ende nimmt Gestalt an. Manchmal lach ich drüber, doch dann merk ich wieder.
wieder, wie's mich trifft. Was kümmert uns schon das Ausland? Scheiß Einstellung. Zeit, dass man Schluss macht und aufwacht. In die kleinen Werten unterdrückt im Umgang mit Grossmächten wie China und Russland. Der Rest liegt zu über dem Völkermord, aber geht's okay? Wir haben doch alle viel zu viel und jeder will noch mehr. In Afrika sterben deshalb jährlich Hunderttausende kläglich an der Folge von Hunger und Krieg. Ich frag mich, wieso es keinen Ernst nimmt, dass man alles verschwenden will, an Menschen verändern. Aus Mangel an Nahrung und Trinkwasser. Man sollte sich ein Bild machen. Vor Ort im Bobpark, hoffentlich Melorama. Wir sitzen daheim auf Sofas, während eine Generation verarscht wird von einer Grossmacht. Wir bilden die Kinder auf verseuchter Erde in Indien. Verursacht der US-Grosskonzern 10'000 Tote, langsam Folgen für Jahrzehnte. Doch die Wahrheit wird verschwiegen, kein weiss etwas davon. Verantwortliche verschwinden und der Nächste wird kommen. Strafverfolgung ist sinnlos, denn Industrie und Wirtschaft sind gesichtslos. Ersetzbar, die Geschädigten sind hilflos. Ersetzbar, die Geschädigten sind hilflos. So ist es eben, Prioritäten lenken Leben.